Zopferkreuzung nach links. Zöpfe entstehen durch Verkreuzen von Maschen, das heißt, die ursprüngliche Maschenfolge wird mustergemäß geändert. Dafür brauchen Sie zusätzlich eine Hilfs- oder Zopfnadel. Je mehr Maschen Sie verkreuzen, desto plastischer wird der Zopf. Sie stricken nun zum Beispiel einen Zopf über 6 Glattrechtsmaschen, den Sie nach links verkreuzen wollen. Legen Sie die 3 ersten Maschen des Zopfes auf der Hilfs- oder Zopfnadel vor die Arbeit. Stricken Sie die folgenden 3 Maschen rechts, anschließend stricken Sie die Maschen der Hilfs- oder Zopfnadel rechts. Die ersten 3 Maschen laufen nun über die ursprünglich folgenden Maschen nach links und werden erst an der zweiten Stelle gestrickt.